Wir holen heute den neuen RS7 Performance ab, aber vorher gibt es noch eine geile Trainingseinheit mit Coach Quali. Da geht's auch rund auf jeden Fall. Freut euch aufs Video. Auf geht's. 4 weeks and a half left for the fight. Ich weiß überhaupt gar nicht, was für eine Farbe, nix. Dann kratzt er noch weniger. Das Auto liegt sehr gut auf der Straße, eigentlich wie ein Go-Kart. Montagmorgen, 9 Uhr. Bist du fit? Ja, ich bin fit, ja. Aber ein bisschen früh. Wie ist es für dich, montagmorgens aus dem Bett zu kommen? Kein Problem. Aber trotzdem ist es früh. Siehst du ein bisschen verschlafen aus? Ich bin seit 7 Uhr wach. Das war harte letzte Woche Vorbereitung. Sehr hart. Was steht heute an? Striking. Und danach gehen wir ein neues Auto holen. Führerschein ist wieder da. Ich habe heute Morgen noch keinen gesehen, der nicht verschlafen war. Dienstag, glaube ich. Außer den Coach ist nicht verschlafen. Der ist voll motiviert gleich. Wir sind alle wach. Good morning, Coach. I'm gonna find you 50 Euro. Good morning. Dienstag, Motivation. Christian, wie läuft die Diät? Du hast ja nicht mal ein bisschen geimpft, dass man den Kämpfer morgen zum Ruder hat. Komm mit mir. Lass mich sehen. Ich führe euch ein heute. Was hast du denn gefragt, wie die Diät läuft? Ja. Bei mir läuft die Diät super. Ja, sehr wichtig für jeden Athleten, vor, während und nach dem Training. Code Champ bekommt ihr immer maximalen Rabatt bei eurer Bestellung. Code Champ, wisst Bescheid. Montagmorgen Training. Normalerweise fangen wir immer an mit Ground Pound, aber das ist immer was anderes wie ein Überraschungsei. Wir fangen an mit Ground, nee, mit Ratze, ganz genau. And a half left for the fight. So Christian is getting there mentally. Christian is getting there. He's hungry. He's really hungry for the fight. He's putting everything to work to get himself ready for war. A real experienced guy. So it's a not easy fight for sure. Never expect the easy way, but just keep working and to get the best out of our fighter. Kleiner Einblick ins Training, die Wettkampfvorbereitung. Wir haben noch 4 Wochen bis zum Kampf. Wir kämpfen gegen Apollo. Wird ein geiler Kampf, sehr erfahrener Gegner. Freut mich sehr drauf. 18. Delta Langsess Arena. Kauft euch die Tickets hier im Link in der Videobeschreibung oder hier MMA Spirit Online Shop. Wir müssen aber auch los. Ich muss schnell duschen und dann holen wir uns Auto ab. Hat die nicht gesagt 37? Nee. Das ist die Frau Sirin, Audi-Verkäuferin ihres Herzens. Guck mal. Jawohl, aus Bad Homburg. Genau. Da muss man ja dazu sagen, die Werbung darf nicht fehlen. Wir haben ja Vollwerbung jetzt, Kenner. Was ist denn das überhaupt? E-Tron GT. RS, sorry. So. Guck mal, wenn man so schon ein Auto anmacht, ne? Und da kommt nichts. Das schiebt aber auch ganz schön, ne? Wie viel PS hat der? 640 PS. Ehrlich? Warum habe ich nicht so ein Auto gekriegt? Was sagst du zu Elektro, Christian? Nix, das ist nichts für mich. Ich muss brennen. Ja? Aber das ist rein Elektro, wir, ja? Ja, je mehr wir bremsen, haben wir natürlich eine Energierückgewinnung. Das heißt, wir kriegen auch mehr Reichweite. Guck mal, das ist so schlau von Audi, ne? Die sagen dich, bremst du mehr, hast du mehr Dingsbums hier, was du gerade gesagt hast. Battery. Aber musst du auch schneller wieder in die Werkstatt kommen, für hier. Das kennt ihr schlecht. Hast du Öl, hast du irgendwas, hast du Motor? Nee. Die Elektromotoren rekuperieren im Elektromotor selber, da musst du die Bremsen meistens nicht so benutzen. Die Bremsen haben weniger Verschleiß, ja. Das ist ja zu krass. Warum kaufst du mir nicht so ein Auto? Du verkaufst mir wieder so ein riesen Ding, wo ich alle 2 Wochen was hab. Frau Sinn, was ist der Unterschied zwischen dem normalen RS7, was wir gesehen haben, und meinem, was ich heute kriege, wo ja natürlich mehr Geld Leistung, kostet? Leistung. Ach, diese 60 limitiert. PS. Limitiert, ja? Genau, auf es ist limitiert. Viel? Es ist limitiert auf 25.000 Stück Einheiten weltweit. Wie viele Autos habt ihr in Deutschland schon ausgeliefert? Also im Rhein-Main-Gebiet bist du der Erste, der das Auto bekommt. RS6 Performance haben wir schon ausgeliefert, aber den RS7 Performance bist du der Erste. Meinung zum Auto? Sehr schön, ist ja ähnlich wie ein RS7, oder? Aber der brummt ja ein bisschen, Frau Sirin, ne? So schlecht ist es gar nicht, ne? Am besten beide Hände auf den Kran. Bei Jesus Maria. Ja, aber der zieht schon gut. Was? Weißt du noch, wir haben dir noch einen normalen RS7 bestellt. Ja, und dann hast du ihn umgesetzt, oder? Der ist immer noch nicht da, ne?
Nee, den habe ich so gelassen. Den nehme ich dann, den nehmen wir aufs Lager. Jetzt kommt ja der Oberknaller. Ich weiß überhaupt gar nicht, was für eine Farbe, nix. Dazu möchte ich mich auch nicht äußern. Jetzt mal Spaß beiseite, ne? Du hast ein Auto geholt, ohne die Farbe zu wissen, ohne die Felgen zu wissen, ohne Konfiguration. Wie die Frau Sirin gerade gesagt haben, wir haben ja eigentlich einen normalen RS7 bestellt, richtig? Richtig. Ich weiß nicht, jetzt siehst du so traurig aus, weil ich die Fahrer angesprochen habe. Nein, überhaupt nicht. Christian hat zu mir gesagt, mach was du willst, lass es krachen. Dann wird das ein guter Gag hier heute, versteckte Kamera. Oder wir fahren mit dem Auto nach Hause, nur wir beide. Frau Sirin, lassen wir da. Was piepst denn der überhaupt? So. So, Fazit zum e-tron GTS. Muss man sagen, kann man stehen lassen. Ich sag dir, ich meine das jetzt voll im Ernst, ne? Ich weiß wirklich nicht, was für eine Farbe und was kommt. Ich weiß es wirklich 0,0. Was würdest du von der Farbe halten? Guck mal, so eine Farbe kannst du auch im Lamborghini machen, Urus. Top. Auch schöne Farbe. Kann man auch lassen. Ich schwöre dir, ich bin richtig gespannt, ne? Ehrlich. Und ich habe ja noch nichts gegessen. Normalerweise müssten dann erst jetzt das Auto holen, dann ist eine scheiß Farbe, dann flippe ich direkt aus. Das könnten wir auch mal fahren irgendwann, oder? 100%. Ich glaube, das würden die Zuschauer auch gerne sehen, dich in so einem Ding. Weil die Rennstrecke heizen, hast du ja schon mal gemacht, oder? Ja. Lamborghini. Wenn so ein Auto heute kommt, Frau Sien, dann kannst du dich heute, hoffentlich hast du das Badehöschen dabei, da gehst du hier im nächsten Ding baden, sag ich jetzt schon. So wie es ja vorher gesagt hat, ist es eigentlich anders gewesen. Wir haben den RS7 bestellt. Alles, konnte ich mitmachen, die Konfiguration. Jetzt wird es der Performance und die haben gemacht, was sie wollen. Ich denke, das wird passen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Das ist geil. Das ist geil. Ja, okay, warte, geh mal aus dem Weg jetzt. Alles richtig gemacht wieder. Schönes Auto, sehr schön. Wahnsinn. Hier Kontraststitching, RS-Schriftzug, alles eingestickt. Wo steht Champ? Wo steht Champ? Guck mal hier, weißes Alcantara, guck mal, was für Details. Und da haben wir einmal 4 Liter Biturbo, schön verpackt, 630 PS. Sieht gut aus, ne? Würde ich auch sagen. Mega, mega, mega. Also mir macht das auch richtig Spaß, jetzt so ein Auto übergeben zu dürfen. Und ja. Christian, herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. RS7 Performance an der Stelle wohlgemerkt. Der erste, der jetzt ausgeliefert wird. Ich kann wirklich jede Wette eingehen, das ist der erste in Deutschland. Also wir reden nicht vom RS6 Performance, sondern vom RS7 Performance. Bitte ein Feedback. Kurz und knackig. Kurz und knackig? Einfach geil. Deswegen alle bei Frau Sirin. Hat der schon 18 Kilometer, ja? Krass. Jetzt doch nicht, doch kein Shoutout. Müssen wir das Auto einfahren oder können wir direkt Vollgas geben? Einfahren. Das machen wir schon. Einfahren, gehört schon ein bisschen dazu. Ja, dann. Was? Wir haben Kratzer in der Felge. Scheiße. Niemals. Doch. Alle. Das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Ich schwöre, das ist kein Kratzer. Mhm. Guck mal, guck genau hin. Wenn das kein Kratzer ist, heißt Fridolin. Das kann ich erst sagen, wenn es soweit ist, weil es geheim ist. Holst du ein Auto, oder? Wir haben keine Zeit, bis später. Was habe ich da gerade gehört? Deine Frau wusste gar nicht, dass du hier ein Auto geholt hast. Ich bin der Mann im Haus. Happy wife, happy life. Hat ja alles, was sie will. So, Frau Sien. Und jetzt? Jetzt habe ich mir mal was gegönnt und? Was machen wir denn die ganze Scheiße? Wichtigste am Auto? Soundcheck. Auf geht's. Was warst du denn schon wieder? So, das Fahrzeug erstmal ordnungsgemäß eingefahren? Ja, klar. Nicht so viel Gas geben. Erstmal locker. Das macht doch Spaß. Aber das, wenn man es hört, ne, dabei. Das hat was ganz anderes wie bei dem Elektroauto hier, weißt du? Ja, 100%. Ich muss ja sagen, ich habe ja schon ein paar Autos abgeholt, Neuwagen, nächstes. Ja, aber dass eine Felge gefahren kratzt war, das ist mir auch noch nie passiert. Du kannst ja normal nicht ausliefern, aber die waren wirklich, muss ich sagen, Hut ab. Die haben gesagt, hier neue Felge, dies, das. Bam, bam, bam. So was. Christian, du wolltest ja noch mal irgendwas zu deinem Führerschein loswerden. Das war ja in Anführungszeichen ein harter Weg, den wiederzubekommen. Was war da genau los? In erster Linie war es eine Schikane, Zeit schinden, dass ich länger meinen Führerschein so weg habe und dann immer wieder Anrufe von der Führerscheinstelle kamen und so. Das habe ich wirklich noch nie von jemandem gehört, dass bei der
Begutachtungsstelle angerufen worden ist und gesagt worden ist, dass man da genau ein Augenmerk drauf haben soll. Ich denke, da spielt ja, in erster Linie Neid eine Rolle. Vielleicht, weil ich Kampfsportler bin, so hat man das da ja so rübergebracht, dass ich ein böser Junge bin. Das bockt mich eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Limburg ist ja klein. Ich denke, da wird der ein oder andere gewesen sein, der da vielleicht so ein kleines persönliches Problem mit mir selber hatte. Kann natürlich auch falsch sein, aber wie gesagt, das Wichtige, wir haben den Führerschein zurück. Straßenverkehr die Augen offen halten, sich an die Regeln halten, das ist das Wichtigste. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf mehr Autovideos und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, was auch viele gefragt haben, Motorradvideos freuen. Deswegen abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Zurück in Frankfurt, geile Fahrt gehabt, sehr schönes Auto, gefällt mir sehr gut. Fahrkomfort super und den Rest sehen wir gleich. Das Auto ist jetzt 2 Tage alt. Wir machen eine kleine Testfahrt. Ja, ich habe es ja schon ein bisschen auf Herz und Nüre geprüft, aber da wart ihr leider nicht dabei. Aber wir gucken jetzt mal, was es so kann, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine gute Kurvenlage hier, ne? Klingt wie ein Brett auf der Straße. Ne? Wenn man sich ein bisschen natürlich konzentriert, beim Fahren, da kann man nicht so viel reden, aber ich sag's mal so, das Auto liegt sehr gut auf der Straße, eigentlich wie ein Go-Kart. Der Schwerpunkt von dem Auto ist eigentlich perfekt. In den Kurven brutal. Brutal. Wie auf Schienen. Ja. Natürlich Allrad, ist klar. Ne? Als Beifahrer scheißt man sich hier in die Hosen, aber... Ja, habe ich gemerkt. Ja, siehst du, das ist der Auto ist perfekt abgestimmt, ne? Wirklich. Ja. Guck mal hier, das ist wie ja, wie da, auf Schienen. Da wo es hin soll, geht's hin. Ja, ja, ja. Ich bin mit dem Auto wirklich wunschlos glücklich, würde ich sagen. Du bist auch schon gut unterwegs damit gewesen die letzten 3 Tage, gell? Ja, 700 Kilometer haben wir drauf geballert. Also Fazit zu dem Auto, ich sag ja immer 1 bis 10, das hat auf jeden Fall eine 10 verdient. Das muss man absolut so sagen. Und da tue ich alles mit reinnehmen. Fahrkomfort, der sportliche Teil, was die Familie angeht, wie sicher ist man unterwegs. RS7 Performance, Weltklasse.